Hallo in die Runde, willkommen zum zweiten Video Hau den Sigmund 007. Das ist meine Endabrechnung. Wie ich gesagt hatte, ich bleibe unter 10.000, 1%. Ich habe einen Kompass, zum Glück eine Heldenmünze, Wappen und Unterwildnismünze. Ich glaube, 5 ist das zweithöchste, was man haben kann. Ja, die 50 Wappen sind gut und die epische Heldenmünze. Dafür hat es sich natürlich gelohnt, für 75 Diamanten einzukaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Die ist 300 Diamanten wert, dementsprechend alles super. Das ist sogar gar kein schlechtes Angebot. Auf den ersten Blick würde da der Pull irgendwas unter 1,40 Euro kosten. Das ist gut. Aber ich habe eh schon so viele Heldenmünzen, die ich mir aufspare und jetzt ja hier während des Frühlings nicht ausgebe. Und im Sommer weiß ich auch nicht, weil mir da nur die 5 Sterne und ein lila 4 Sterne Held fehlen. Halloween, ja, ein 5er, der mir fehlt. Ich glaube, ich werde die alle im Dezember wieder raushauen, weil Buddy hätte ich gerne. Dementsprechend, ja, weiß ich gar nicht, wann ich die einsetzen muss. Oder ich hoffe, es gibt ein neues, wo man die mal einsetzen kann. Ja. Turnier, Endabrechnung, Verteidigung ist bei A geblieben und dementsprechend bleibt das so. Hau den Sigmund. Das hat mir jemand aus meiner Gilde zugespielt, der mich angegriffen hat. Grüße an Atomos. Und ich finde es ein bisschen dreist, wie viel Glück man haben kann. Da kommt echt viel Rot und ja, ist nicht schlimm. Ich revanchiere mich mit dem Glück, so viel sei gesagt. Ich habe in meiner Verteidigung Nebel stehen, außer in schnellen Kriegen. Und wenn Minions sind, nehme ich Oreos rein und den tausche ich dann mit Freya, dass er ein bisschen schneller geladen ist. Ansonsten ist Nebel einfach krass, was die an Fähigkeiten raushaut. Ist halt natürlich noch schöner, wenn sie in der Mitte steht, damit sie halt schnell geladen wird. Aber da habe ich ja nun mal meine Tanks stehen. Da müsste man mal gucken, was wichtiger ist. Die Fleischschilde oder aber durch Nebel den Mana-Gewinnungsreduzierungsfluch, eine tolle Eigenkreation. Na, verspotten, dass der war schon aufgeladen, der Schild. Da kommt mit Rot gegen Blau nicht viel durch. Ich habe keine Ahnung, wieso, das muss bei ihm gewesen sein, warum es so gehakt hat. Da sieht man mal, was für ein Biest der Grabmacher ist. Ja. Wie viel der nachbrennt. Ja, der Grabmacher ist übel und er überlebt auch noch lang. Das ist eigentlich das Dreisteste und das reicht jetzt, glaube ich, sogar aus. Genau. Ah ne, das reicht aus. Knappes Ding. Dann hat er einen zweiten Angriff gemacht. Das Video ist nicht ganz bis zum Ende, da hat das Handy gestreikt. Der Ausgang war allerdings dann schon abzusehen. Hier sieht man einfach mal, was Heimdall für ein mieses Stück ist, ja.
Diese 400 auf alles, das ist halt einfach finster. Da hat der Jabberwock zugeschlagen. Da kommen die Raben und retten den Tag. Nicht die Adler, sondern die Raben. Die nehmen dann nämlich noch mal einiges an Schaden auf. Ist Isania weg. Jetzt wird Krampus gezündet, aber zurzeit habe ich ja überhaupt keine Fähigkeiten, die geladen werden. Da ist Freyas Todesfluch und raubt nochmal das Mana. Das finde ich besonders schön. Krampus wird weiter und weiter aufgeladen in die Verteidigung. Da killt der Autohit mit über 200. Na gut, logisch ist ja auch die gegnerische Konterfarbe. Oh, selbst das hat er noch überlebt. Heftig. Der Krampus ist einfach ein Biest, ne? Der kann ja nicht mehr viele Lebenspunkte haben. Der Lebensbalken ist ja so gut wie nicht mehr zu sehen. Und in Kombination mit Nebel und Jabba, die haben ja beide die gleiche Mana-Geschwindigkeit, soll das genauso eigentlich ablaufen. Da kommt der Fluch drauf und dann löst Jabba aus und haut richtig Schaden rein. Das ist auch genauso passiert, ist leider das Video gekürzt, wieso auch immer. Ich habe mich revanchiert. Ich habe heute Morgen vergessen anzumachen, habe es dann noch meinen Fehler gemerkt und bevor ich es erstmal auslösen konnte, draufgedrückt. Deswegen habe ich auf jeden Fall noch zwei Videos gemacht. Normalerweise, wenn da zwei rote sind, hätte man natürlich irgendwie mit Blau angegriffen und definitiv nicht mit drei Grün, aber das ist einfach mein Team, das mag ich und dementsprechend probiere ich es. Und wenn ich dann verliere, dann verliere ich und das stört mich auch nicht. Dafür kann man wieder angreifen und kann es nochmal probieren. Heimdall interessiert das mal so gar nicht, dass er jetzt so viel Feuerschaden eingeschlagen hat. Mutter Nord stellt natürlich beide wieder auf. Und da ist es auch egal, dass der Grabmacher ausgelöst hat. Francine sagt nämlich einfach mal Tschüss. Was gemein ist, dass er erst noch Schaden gemacht hat. Und dann, glaube ich, er wahrscheinlich sowieso ausgelaufen wäre am Ende der Runde. Das ist eigentlich besonders unfair. Keyword ist einfach nur geladen. Nochmal der Angriff hochgezogen. Und dann am Ende Hänsel drauf. Das war natürlich ein glückliches Board, gebe ich schon ehrlich zu. Und jetzt haben wir hier nochmal zwei Kämpfe. Weil ich da gerade sehr, sehr viel Glück hatte, habe ich es einfach nochmal probiert. Und ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Leonidas nicht nur Schaden macht, sondern auch noch eine zweite Fähigkeit hat. Ich habe ihn selbst nicht und wollte ihn auch ohne Kostüm eigentlich gar nicht haben. Aber dazu kommen wir in den Beta-Infos. Es wurde sich ja ein Beta-Video gewünscht und dann gehe ich da einmal kurz drauf ein. Ich mache heute noch ein schnelles Beta-Video, ehe ich, wenn der Kleine schläft, dann heute noch ein Video aufnehme zum Festungsaufbau, wie ich das bereits gesagt hatte. Ja, hier sieht man halt, ne, Grabmacher an Grün. Aber zum Glück ist ja so aufgestellt, dass nicht mehrere Grüne nebeneinander sind und dass er nur einen Grünen treffen kann. Das ist aber vollkommen egal, das tut trotzdem weh hier. Ich wollte nicht in Krampus reinspielen, weil Krampus ist ja zurzeit unantastbar. Seine Verteidigung ist ja irgendwie schon um 100% gesteigert. Da würde kaum Schaden durchgehen.
So sieht das doch dann deutlich besser aus. Da hatte ich gehofft, dass es reicht, hat es aber leider nicht. Und hier war ein Spielfehler. Ich hätte sie wahrscheinlich erst den blauen Schild auslesen müssen, damit der grüne Krampus erledigt hätte und dann hätten die drei lilanen Leonidas gekillt. Und jetzt haut Leonidas halt einfach mal drauf und raubt mir unfairerweise das Mana. Das wusste ich nicht, dass er das auch kann. Und natürlich stellt Mutter Nord natürlich Krampus wieder hin. Wer hätte es anders erwartet? Und natürlich löst Krampus direkt aus. Und da kommt man so gut wie nicht mehr gegen an. Da fehlt jetzt halt einfach das Mana, was Leonie das weggenommen hatte. Ansonsten hätte ich hier vielleicht noch mal ausstellen können, aufstellen können, aber na gut. Da geht jetzt der dritte Angriff und das entscheidende Match. Aktuell steht es 1-1 an diesem Tag. Also an diesem Tag ist heute Morgen gewesen. Während Papa die Frühschicht hatte und Mama noch im Bett blieb, weil Mama die Nachtschicht hatte. Man hört das kleine Monster auch im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Und wenn, dann möchte ich mich eigentlich nicht beschweren. Entschuldigen kann ich mich dafür, aber abstellen kann ich und möchte ich es auch nicht. Wenn er Spaß hat im Nachbarzimmer, dann soll er glücklich sein. Und ich hoffe, es ist nicht allzu störend. Wenn ihr es als störend empfindet, dann muss ich in Zukunft nur noch Videos aufnehmen, wenn er nicht dabei ist. Fände ich schade, wenn dem so wäre, aber ja. Da war ein Spielerfehler. Hänsel hätte natürlich auf Mutter Nord gemusst, damit sie eben nicht aufstellt. Aber schon wieder hat sie von zwei in einen aufgestellt. Also, ich weiß nicht, wie hoch die Quote ist. Ich glaube, 50% Quote dürfte sie nicht haben. Gefühlt ist es aber mehr als 50%, wie oft sie auslöst und wie oft sie dann aufstellt. Heimdall hat ja nur 33%. Kommt das Gift drauf. Und natürlich widersteht sie der Magie. Und ich hatte so gehofft, dass ich Mutter Nord rausnehmen kann. Aber sollte nie sein. Und was passiert jetzt? Ein Schild hätte nicht gereicht. Aber Francine reicht an. Denkste. Aber wenn Francine nicht gereicht hätte, hätte ein Schild auch nicht gereicht. Also harren wir der Dinge, die da kommen. Und ich kann jetzt schon sagen, gucken wir mal, was Mutter Nord macht. Kennen wir irgendwoher, ne? Den kennen wir doch, den haben wir heute schon mal gesehen. Aber das reicht jetzt definitiv. Leonie, das wollen wir nicht, dass er auslöst. Der soll uns nicht nochmal klauen. Beklauen. Mensch, was ist denn heute Morgen mit mir los? Vielleicht ist die Nacht auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Generell dieses Format, Hau den Siegmund, wird es ja nicht allzu oft geben. Da müsste mal jemand, der meine Videos sehen, mich als PvP-Gegner haben, dann aufnehmen, mir das Video schicken. Deswegen gehe ich davon aus, dass es keine allzu häufige Nummer in meinem Videorepertoire geben wird. Trotzdem fände ich es schön, wenn es immer mal wieder vorkommt und wenn es nicht nur Leute aus meiner Allianz sind. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Angriffe, Atomos, und für das Übersenden der Videos und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns und seid gespannt, wie das mit dem Abstimmergebnis weitergeht. Das ist ja jetzt offiziell beendet. Wir haben nach jetzigem Stand Montagabend eine Konferenz, also Archon, Dave und ich. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ja, bleibt einfach gespannt. Heute kommen, wie gesagt, noch zwei Videos. Einmal ein kurzes Beta-Video und dann hoffentlich der längere Guide zum Festungsbau, wenn nicht morgen. Ich habe es versprochen, dieses Wochenende kommt er. In diesem Sinn, macht es gut. Tschüss.